Grüne Berglandschaft, viele schöne Kehren und ein prächtiges Alpenpanorama. Wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran. Wir fahren den Grimselpass von Süden nach Norden, also von Ulrichen im Wallis nach Innertkirchen im Berner Oberland. Unsere Aufzeichnung beginnt bei Gletsch an der Brücke über die Rhone. Ab hier wird die Strecke schon spannend. Kehre um Kehre erklimmen wir die Höhenmeter in der wunderschönen Berglandschaft. Der Grimselpass ist fahrerisch und landschaftlich ein echter Genuss und damit einer der Top 10 der Schweizer Alpenpässe. Die Strecke von Ulrichen bis Innertkirchen beträgt etwa 40 Kilometer und ist gespickt mit 30 Kehren. Im Hintergrund ist schon zu sehen, wie sich die Straße den Berg hoch windet. Wir freuen uns. Da fährt man ahnungslos eine Kehre und wird mit einem tollen Ausblick auf schneebedeckte Berge überrascht. Das macht doch neugierig auf das, was noch kommen mag. In der Regel ist der Pass von Juni bis Oktober befahrbar und mautfrei. Wir sind ihn gefahren, um in Kombination mit dem Nufenenpass mal eine Alternative zum Gotthard auszuprobieren. Der Grimselpass lässt sich auch gut mit dem Furka-Pass kombinieren. Dieser schlängelt sich ab Gletsch Richtung Rhone-Gletscher in die Höhe, bis er in Andermatt endet. Wir verlassen die Furka-Straße und biegen links ab Richtung Norden. Mit zunehmender Höhe verändert sich auch die Vegetation. Die Bäume werden weniger und weichen immer mehr Büschen und saftig grünen Wiesen. Was sich weiter unten bereits ankündigte, erfüllt sich Meter um Meter. Kehre um Kehre schrauben wir uns den Berg hinauf. Was wir von unten nicht erahnen konnten, die Strecke ist angereichert mit fantastischen Ausblicken in die alpine Landschaft. Bald weichen die Bergwiesen den schneebedeckten, nackten Felsen des Hochgebirges. Diese schönen Schweizer Alpenpässe sind für viele Menschen ein Genuss. Uns begegnen haufenweise Fahrräder, Motorräder, Autos und Wohnmobile. Je höher wir kommen, umso näher kommt uns der Schnee. Jetzt ist er nicht mehr nur in der Ferne zu sehen, sondern liegt auch direkt neben der Straße. Je mehr wir uns der Passhöhe nähern, umso höher ist die Schneemenge. Sie zeigt uns, dass wir ganz schön weit oben sind. Die Passhöhe liegt immerhin auf 2156 Metern.
Sie bildet die Grenze zwischen Wallis und Berner Land. Ebenso verläuft dort die europäische Wasserscheide Mittelmeer-Nordsee. Nachdem wir abgestiegen sind, schauen wir uns die Passstraße von oben an. Diese schlängelige Straße führt in diese beeindruckende Hochgebirgslandschaft. Der Grimselpass trennt die Berner Alpen im Westen von den Urner Alpen im Osten. Von der Passhöhe sind auch noch Gipfel des Gotthardmassivs und der Leone-Gruppe zu sehen. Er liegt also wirklich mittendrin und bietet dieses großartige Bergpanorama. Die umliegenden Gipfel hier sind etwa 3000 Meter hoch. Der kleine Totensee ist einer von drei Stauseen auf der Strecke. Er ist nur im Hochsommer mal eisfrei, also derzeit Anfang Juni noch nicht. Er setzt dieser alpinen Idylle hier oben noch das i-Tüpfelchen auf. Es gibt eine Gaststätte mit Sonnenterrasse und ein kleines Kuriosum, einen Murmeltierpark. Im Murmeltierpark kann man ausdauernd und genüsslich die sonst so scheuen Tiere beobachten. Murmeltiere sind tagaktive echte Erdhörnchen, werden 30 bis 60 cm lang und 3 bis 7 kg schwer. Diese recht großen Nagetiere verbringen etwa 6 bis 9 Monate im Jahr im Winterschlaf und werden bis zu 15 Jahre alt. Sie sind typische Bewohner dieser alpinen Höhen und leben in Kolonien zusammen, sowohl in Gängen und Höhlen unter der Erde als auch oberirdisch. Nach der Fauna auch noch ein paar Bilder zur Flora. Hier oben sind Primeln, Alpenglöckchen und Heidelbeeren zu sehen. Und ein paar Meter weiter so viel Schnee. Nachdem wir uns satt gesehen haben, geht's weiter. Bevor es wieder steiler bergab geht, bleiben wir noch ein paar Meter in der Höhe. Hier oben gibt es sogar Übernachtungsmöglichkeiten in 2 Hotels. Es ist schon etwas Besonderes, in diesem Hochgebirge unterwegs zu sein. So hoch, den Wolken so nah. Das Schild Haslital kündigt an, dass es nun bald wieder bergab gehen wird. Doch weit kommen wir nicht. Nur wenig tiefer lässt uns der Anblick eines Sees für einen Zwischenstopp am Straßenrand halten. Und wir genießen die Aussicht auf den zweiten Stausee, den Grimselsee. Er ist der größte der drei und wird wie die anderen auch von der Aare gespeist. Auf seiner blassgrünen Oberfläche sind die Schatten der Wolken zu erkennen. Eingebettet liegt er dort, wie beschützt von den mächtigen steilen Felswänden. Ein beeindruckender Anblick. Das andere Ende liegt leider verborgen. Es grenzt an einen Gletscher. Sieht sicher auch grandios aus.
Am Baukran kann man erkennen, dass sich hier eine Baustelle befindet. Eine der beiden Staumauern des Grinselsees aus dem Jahre 1932 müsste saniert werden. Man entschied sich, eine neue Mauer zu bauen, die 23 Meter höher gebaut werden kann als die alte. Letztere soll erhalten bleiben, aber überflutet werden. Es liegen Planungen vor, den See um 79% seiner bisherigen Wassermenge zu vergrößern, um mehr Energie zu gewinnen. Das würde bedeuten, dass die Passstraße auf einer Länge von etwa 700 Metern überflutet würde. Um die Lücke zu schließen, ist die Errichtung einer Schrägseilbrücke über den See vorgesehen. Ein massiver Eingriff in das Landschaftsbild und ein spektakuläres Vorhaben, wie wir finden, das in dieser Höhe sicher einzigartig in den Alpen wäre. Es ist wirklich erstaunlich und für unsere bisherige Erfahrung auch außergewöhnlich, über wie viele Kilometer die Strecke hier so weit oben im Hochgebirge bleibt. Wir sind begeistert und genießen die Fahrt. Wir kommen an einem Abzweiger vorbei. Er führt zum historischen Alpin-Hotel Grinsel Hospiz, das direkt am Seeufer liegt. Ein 4-Sterne-Hotel in einzigartiger Lage mit entsprechenden Preisen. Ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang in dieser Umgebung ist sicher unbeschreiblich und unvergesslich. Wir folgen weiter der Straße. Die Strecke ist bereits wieder mit Kehren gespickt und wir genießen es, in dieser Hochgebirgslandschaft unterwegs zu sein. Noch ein bisschen Höhenluft tanken, bis es wieder weiter bergab geht. Wir laden euch ein, bei ein bisschen Musik das mit uns zu teilen. Wir nähern uns dem Britten-Stausee, dem Räterichsbodensee. Er hat zwar nur etwa ein Viertel der Wassermenge des Grimselsees, besitzt dafür aber eine andere Besonderheit. Im Jahre 1895 vollendet Claude Debussy seine Oper Peleas und Melisande. Die Uraufführung fand 1902 in Paris statt. Die schöne Wassergöttin Melisande mit ihrem besonderen langen Haar malte der Schweizer Künstler Pierre Metro als Fresko auf die Staumauer des Räterichsbodensees. Das Bild ist 2754 Quadratmeter groß und damit das größte seiner Art. Der Künstler verwendete dafür lösungsmittelfreie Farben, die mit der Zeit vom Wasser ausgewaschen werden, um zu zeigen, dass Größe vergänglich ist. Das Fresko wurde 2007 fertiggestellt und die Farben sind bereits deutlich verblasst. Deshalb ist auf unserer Vorbeifahrt das Bild kaum zu erkennen. Die Vorlage für das Werk sieht so aus. Welche Rolle die beiden roten Baukräne, die wir eben gesehen haben, in diesem Gesamtkunstwerk spielen, könnt ihr auf den Seiten des Swiss Spectators nachlesen. Die Adresse blenden wir euch unten ein. Für uns geht es weiter und nun in leichten Schwüngen deutlich bergab, durch weiterhin wunderschöne Berglandschaft mit Wiesen und Bäumen.
Die Aare begleitet uns mit ihrem Geplätscher neben der Straße bis nach Innertkirchen. Von dort aus kann man auch den Sustenpass Richtung Osten bis nach Wassen im Kanton Uri fahren. Innertkirchen eignet sich auch als Ausgangspunkt für den sogenannten Oberlandachter. Eine Rundtour in Form einer Acht. Auf den etwa 220 Kilometern werden die bekannten Alpenpässe Susten, Gotthard, Furka, Nufenen und Grimsel miteinander kombiniert und nahezu lückenlos nacheinander gefahren. In Innertkirchen endet unsere Tour über den Grimselpass. Wir haben die Fahrt und die Aussicht in den italienischen und Schweizer Alpen sehr genossen. Hier verabschieden wir uns von euch und wünschen allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.